Guten Abend. Ja, hier mein Bericht zum Tag 4. Also im Prinzip auf der Landstraße war ich erstmal ganz zufrieden. Ich wurde nicht mehr von LKWs bedrängt, konnte mein eigenes Tempo relativ gut fahren, weil die Italiener haben ja nichts dabei zu überholen. Also das ging ganz gut, nur es waren wahnsinnige Schlaglöcher da. Das war, fand ich am Anfang noch nicht so schlimm. Aber ich habe dann irgendwann gegen Mittag an der Tankstelle angehalten, um eine Mittagspause zu machen. Das war halt auch ein Nachteil. Es gab überhaupt keine Rastmöglichkeiten. Also ich habe eine Dreiviertelstunde gesucht und mich dann für eine Tankstelle entschieden. Und dann habe ich gesehen, dass mein Kleiderschrank immer weiter auseinanderbricht. Ich bin dann erstmal weitergefahren und dachte mir, oh, irgendwie brauchst du Material, um den zu reparieren, weil ich auch nicht so viele Schrauben dabei habe. Und dann ein paar hundert Meter später war ein Schild zu einem Obi-Baumarkt. Dem bin ich dann hinterhergefahren, habe dann da ein paar Latten gekauft, ja, habe dafür die Reparatur ein extra Video aufgenommen und das provisorisch repariert. Es hat jetzt auch gehalten, aber das mit den Schlaglöchern auf der Landstraße ist nicht so toll. Ich werde morgen mal gucken, wie ich fahre. Ich bin dann ab Rimini irgendwann auch, habe ich mein Navigationssystem umgestellt auf Mautstraßen. Denn von Rimini aus nach Ancona über die Landstraße oder über die Bundesstraße oder was auch immer man die nennen will, das ist die SS16, das geht überhaupt nicht. Also das geht schon, aber das dauert ewig, weil man da durch die ganzen kleinen Touristenorte fährt, die sich einer nach den anderen reihen. Das heißt, man hat alle paar hundert Meter einen Kreisverkehr, es war Berufsverkehr und ich hätte allein für diese 80 Kilometer 2 Stunden gebraucht. Habe dann irgendwann aufgegeben und habe mich zur Autostrada navigieren lassen. Das hat jetzt für die letzten 80 Kilometer 7,80 Euro gekostet. Ja, das war dann okay. Ja, leider habe ich heute nicht so einen schönen Platz, wie man hier sieht. Öffentlicher Parkplatz, ausgewiesen für Wohnmobile. Aber die Wohnmobile, die hier stehen, das scheinen eher so Dauerparker zu sein. Also Anwohner, die ihre Wohnmobile hier parken. Ich bin nicht so begeistert, ist auch in der Einflugschneise von dem Flughafen. Naja, nicht die tollste Gegend. Ich hoffe, mir passiert heute nichts. Aber ich fahre jetzt nicht noch weiter. Es ist schon dunkel und ich brauche jetzt die Pause einfach. Ja, morgen geht es dann weiter nach Brindisi. Soweit möchte ich auch kommen. Na, mal schauen, wie das dann läuft. Ja, das war's erstmal von Tag 4.